Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und wir spielen so wie Alexander der Große seine Eroberungen gemeistert hat und zwar natürlich nicht 1:1, weil wir sind circa 100 Jahre nach Alexander unterwegs. Und wir sind jetzt schon in Persien gelandet, beziehungsweise da, wo Persien früher war. Heute ist da natürlich, also heute ist da natürlich so Galatien und Seleukiden. Und die Seleukiden sind ja wie sagt man, Schwesternstaat? Bruderstaat? Man sagt Schwesternstaat, glaube ich. Man sagt ja auch Tochterfirma, oder? Aber das ist ja was ganz was anderes. Also die Seleukiden oder das Reich ist auch von Alexander den Großen abgesprungen und jetzt werden wir uns die auf jeden Fall auch wieder einverleihen. Aber bevor wir zu den Seleukiden gehen, werden wir uns Kappadokia nehmen, beziehungsweise die Hälfte. Und dann, also ich habe ja schon mal erwähnt, dass hier oben das erste Mal, also in Ankyra, ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, ob diese Stadt früher schon, dass es diese Stadt schon früher gab, aber auf jeden Fall in der, warte, ich mach mal den Ton ein bisschen leiser, also bei mir, ich spiele nämlich gerade nicht über die Kopfhörer, damit ich die Türklingel höre, weil ich erwarte ein wichtiges Paketchen. Genau, ich weiß nicht genau, ob es die beiden schon. Iconium gab es, glaube ich, schon, aber Akyra. Aber, also, das weiß ich ja nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, hier in der Gegend kam es zum ersten richtig großen Armee-Treffen der beiden Großmächte, beziehungsweise Persien der Großmacht und Makedonien der Kleinmacht. Und Makedonien hatte, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir da nicht aufgeschrieben. Okay, alles klar. Also 334 vor Christus kam es hier zum erstmal wirklich zur Großschlacht zwischen Makedonien und Persien. Und warum das so wichtig war, oder warum die Schlacht wichtig war, war, weil das war das erste Mal, dass Alexander wirklich ziemlich in der Unterzahl war und beide Könige waren da, also Alexander der Große und der Perserkönig. Und soweit so gut. Jetzt werden wir erstmal hier unsere Provinzen ein bisschen ausbauen. Warte mal, wie steht das? Ah! Kulturdetails. Da kann ich mal kurz drauf eingehen. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal ein Tutorial mache über Rome Total War 2. Also bei der Serie Rom, wo ich Rom eben. Nee, Epirus, oder? War es Epirus oder Rom? Könnt ihr ja alles anschauen. Nee, eins von den beiden, da, ich glaube Epirus, da fange ich an mit ein bisschen erklären, weil da ist ja nicht viel passiert, weil mich immer Athen und Sparta platt gemacht haben, immer abwechselnd. Aber ich kann das sehr gerne machen, auch ein Tutorial, also quasi wie man, auf was man achten muss, vor allen Dingen bei der Politik und so weiter und so fort und was die ganzen zum Beispiel Wohlstand heißt, einfach dass man da Geld bekommt oder also sowas halt, ne, so Basics und vielleicht auch ein bisschen auf die Taktiken, die verschiedenen. Warte mal, kann ich hier was? Ne, hier kann ich ja nichts bauen.
Beginiere, Axtkämpfer. Ich habe hier nicht wirklich was Gutes. Also hier kann ich auf jeden Fall. Hier die Armeeverstärkung ist ja. Achso, ich habe hier gar nicht so viel Geld. So, warte jetzt. Ich muss mal wieder reinkommen, weil ich hier ein bisschen länger Pause gemacht habe. Genau. Da muss ich mal kurz schauen, wer mich überhaupt mag. Ah, die da mögen mich nicht. Das ist aber ganz praktisch. Also Hellas, also da müssen wir eigentlich das dann noch vor denen machen. Ah, stimmt, Athen ist ja abgesprungen. Stimmt ja. Ach, das finde ich aber gar nicht so schlecht, ne? Ach, hier bin ich ja schon gelandet. Haha, das ist ja toll. Der Vergangenheits-Tobi ist ja richtig. Ein richtiges Füchslein. So, die haben nicht viel, ne? Rhodos hat 10. Ja, okay. Eine Pikiniereinheit. Und Bürgerkavallerie, da muss ich halt auf meine. Das ist Alexanders Vermächtnis, ja, genau. Und das da sind Alexanders Stolz. Und da ist eine. Ah, die sind hier rübergefahren. Das ist natürlich nicht so praktisch für die jetzt. Aber, genau. Die drei Tage der Poseidon, die bekommen nichts. Weil das ist ja eine andere Armee. Genau, das Interessante war, Es wäre für uns alle gut. nee, ich schlag dich gleich im Krieg. Deswegen wäre es unpraktisch für mich. Genau, nach Griechenland geht eben Alexander gegen das Perserreich. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, warum er das gemacht hat. Hey, wieso geht ihr dahin? Das will ich doch selbst haben. Ja, genau. Und er sagt, ich habe keine Chance. Aber ich habe doch Pikeniere. Hat der Hoplitenbürgerwehr. Der hat sehr viel Fernkampf. Ich habe nur 1, 2, 3 Kavallerie. Da muss ich ja versuchen, ihn irgendwie. Der hat sehr viel Fernkampf. Und ja, okay, an sich nur 2 Einheiten mehr als ich. Ja, damit kann er halt meine Pikeniere ausschalten. Easy. Also, wenn er das clever macht, feuert er mit denen einfach so lange, bis er keine Munition mehr hat und schützt die mit den Hopliten. Weil, also, wenn er das machen würde, hätte ich null Chance, überhaupt nicht. Selbst wenn ich mich zurückziehe, ja. Okay, dann probieren wir es mal und ich würde sagen, Spiel ein Gefecht. Also hier ist es auch immer so, also ich schaue bei solchen Schlachten immer, das hat man zum Beispiel, ach, das hat man noch nicht gesehen. Ah, ich habe die Let's Play Together mit Jake und mir noch gar nicht hochgeladen. Ach, ich bin doch ein Trottel. Oh, okay. Die kommen morgen, glaube ich, oder? Donnerstag? Ich muss mal auf meinen Plan schauen. Also, auf jeden Fall, da gibt's dann. Die kommen wahrscheinlich dann im nächsten Monat raus, weil wir haben ziemlich vorproduziert. Genau, da habe ich zum Beispiel auch eine komplette Kavallerieeinheit, beziehungsweise 3 oder 4 sogar, ihm entgegengeworfen, damit meine volle Armee in die Stadt konnte und da eben sich verschanzen konnte und dadurch konnte ich das gewinnen.
Aber hier ist es nicht ganz so rosig für mich. Also wenn er nur Nahkämpfer hätte, das wäre perfekt. Aber er hat so viele Fernkämpfer. Okay, am liebsten mache ich das immer so, dass ich mich hier verschanze, hier einer und hier zwei. Also hier drei, eins, zwei. Und dann hier die ganzen Fernkämpfer. Ich werde es aber jetzt, glaube ich, anders machen. Eins, eins, also zwei, zwei, zwei. Wenn er von hinten kommt. Hier ist er eigentlich aufgestellt. Er ist einfach nur breit aufgestellt. Okay, ich sehe auch einfach nur die... Gut, dann werde ich mal... Ich glaube, ich mache es einfach traditionell, nicht? Oder ich stelle mich hier auf. Warte, ich teste jetzt einfach mal. So, einfach hier aufstellen. Hier aufstellen. Hier mache ich mal den da. Und zwei Pikinier-Einheiten. Das sind die da hier. Hier kann ich ja... Ah, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Warte, dann gehe ich mal hier hin. Und zwar, wenn er meine Idee ist, wahrscheinlich wird er hier kommen und dann nach da gehen. Und wenn ich hier alle hier drauf latschen, dann werde ich mit denen hier um die Häuser ziehen. Die Kavallerieeinheit, die muss ich irgendwo verstecken. Aber hier ist... Ich kann die nicht verstecken. Ja, der könnte noch... Okay, also. Das werde ich jetzt mal einfach so machen. Und dann... Hoffen, dass er darauf reinfällt. Dass er sich nicht... schlau benimmt. Hier, da lasse ich die mal offen. So. Okay, er geht dahin. Die sind gerade versteckt, das ist gut. So, ich hoffe, er wird nicht hier hinkommen, also zu denen, weil das wäre unpraktisch für mich. Okay, Vorteil wäre, wenn er wirklich mit denen... mit denen vorkommt, warte mal. Darf natürlich sehr gerne gegen die Phalanx hier marschieren. So, alles schnell zurück. Ja, ich sagte zurück. Ja, ich mach da mal aus, sonst sind die bescheuert. Da kommen einige. Hier kommen mal hier hin.
das ist gut. Wohin geht ihr denn hin? Wohin geht ihr hin? Ihr dürft da hin. Da sehe ich ein Leckerbissen. Also vor allen Dingen da sehe ich ein schmackhaftes Leckerbissen. Und bis ich da bin. So. Warte, ich breite mal weiter. Schafft der alleine. Ja, er geht natürlich auf die Pikiniere. Schnell. Okay, ihr geht jetzt. Bis ich dahin bin. Der feindliche General ist. Die Speere sind dann bis dahin schon da. Nee, die Speere sind schon da. Schade. So, dann. Ihr müsst nicht jetzt toten Pferden nachsprinten, ne? Dies macht man nicht, geh? Oh. Upsi, die habe ich vergessen wegzutun. Ja, die muss ich rein theoretisch jetzt opfern. Weil wenn die jetzt wegreiten, sind sie tot. Okay, 9. Das wird knapp. Ich glaube, das überleben die nicht. Echt rein. Ich muss schauen, dass ich mit der Kaff hinten rumkomme. Oder ja, jetzt kann ich hier vorne rum. Jetzt mache ich hier den Kessel. Und, mit denen muss ich dann aufhören zu schießen. Die Pferde kommen und die kommen jetzt. So, sehr schön. Sehr gut. Unser General wird angegriffen. Ja, und wenn der stirbt jetzt, dann kündige ich. Lass kündigen. Lass tanzen gehen. Warte. Ihr feuert jetzt mal schön brav auf diesen Knaben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So gefällt mir das. Warte, und jetzt werde ich mal die da alle. Hier hin tun und ihm volle Kanne in die Seite. So. Und schön hinten
in den Schädel, in den Rücken, Rückenkopf, Hinterkopf, Rücken, Hinterkopf. So, ihr macht das auch sehr schön. Die machen das sowieso schön. Was ist denn los? Macht die halt platt. Dich lasse ich mal stehen. Ich hoffe, der überlebt noch, aber ich glaube, ich bezweifle es, ehrlich gesagt. So, genau, die haben ausgefeuert. Sehr schön. Die sind auch fertig. Ich will aber den da drüben auch noch bekommen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wie er das immer so überrascht sagt, ne? Warte, du galoppierst jetzt mal darüber. Du auch. Und ihr schnappt euch den. So. Jetzt schön in die Rücken, schön in die Rücken, schön in die Seite. So muss das. Alter, da will ich auch nicht drin sein, ne? So, hier vorne so eine fette... So eine fette Speerphalanx. Und da hinten dann auch, ne? Das ist so krass. Warte, ich will aber die hinten auch. Warte, ihr dürft auch noch ein bisschen metzeln. Ja. Die haben noch. Oh, die haben noch genug. Komm schon. Lalala, dann schocken wir mal hier weg. So, lalala. Die so alle ganz normal und der Anführer von der Truppe so, ich kann nicht mehr. Solche Opfer, solche Noobs. Die haben gar nichts gemacht. Die haben niemand gekillt. Ach krass, wie da hinten im Horizont noch welche laufen. Ne? Zwar viele. Oh. Boah, der fette Charge hier. Warte. Ach, das ist mein General mit den coolen Pferdeköpfen. Ja, die sind auch ein bisschen müde, oder? Ja, sehr müde. 33, 29. Ah, cool, der General ist ein Level Up. Warte, ist da noch jemand? Ja, 15, 11, 20. Warte. Geht mal dahin. Und ihr holt euch mal die da. Sehr schön. Gut. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg, ja. So. 2-6. Und 2. Ja, die Kavalleristen waren halt extrem wichtig wegen den ganzen Fernkämpfern. Die haben ja kaum was. Ich habe nur 150 verloren. Uiuiui. Ja, okay, ich habe ja, circa 25 Friendly Fire gehabt von den Steinschleuder. Die Steinschleuderer haben eine viel flachere Schussweite. Ah, ich habe den noch behalten, das ist sehr gut. Und hier, genau, 1169 Wohlstand für vom besiegten Feind. Genau, wenn ich die halt freilasse. Aber das mache ich dann später mal, wenn ich Zeit finde und ein Tutorial. Genau. So, Entwicklungsfokus. Militärische Entwicklung oder zivile Entwicklung. Was mache ich gerade? Ich glaube, ich Militär. Ach ja, jetzt. Sowas ist doch dämlich.
So, das mache ich automatisch. Vielen Dank. Besetzen. So, das ist doch schön. Und wir haben jetzt ein Mausoleum und der Koloss von Rhodos. Hier steht der hübsche Knabe. Da ist es auch immer noch nicht. Also, das ist ja mehr oder weniger eine Legende, aber dennoch ist man sich relativ, ja, nicht hundertprozentig sicher, dass es den Koloss gegeben hat, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wieso ist hier jetzt Minus? Kulturelle Unterschiede. Ja, ich mache hier schon. Minus 4 kann ich mir leisten. Genau, also die hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, so einen riesen Koloss zu bauen. Was dagegen spricht, ist, dass, ja, man kann es halt nicht beweisen. Er kommt halt immer mal wieder in schriftlicher Erzählung. Oh. Genau, kommt da in schriftlicher Erzählung, aber Atlantis kommt auch in schriftlicher Erzählung. Also das ist halt so, ja, man weiß nicht hundertprozentig, ob das stimmt, aber man weiß, dass die so ein riesen Koloss aus Bronze oder so, ja, höchstwahrscheinlich aus Bronze, also gießen hätte können, also von künstlerischen und fachlichen Können her. Genau, das ist meiner, das heißt, er wird ein General, le Generel, ein genereller General. Alexanders Vermächtnis ist ja ultra, warte mal, was kann der denn? Ulala. Moral bei Kampf in eigenen oder verbindenden Territorium. Das mache ich nicht, weil gegen barbarische Stämme, ja, ist auch nicht so rosig oder so passend, aber mei. Genau, warte, kann ich dir eine Frau suchen? Noch nicht. Sieht noch nicht so aus. 5 Chance auf Kinder. 10 Chance auf Kinder. Ach komm, jetzt mach mal Kinder. Ah, sehr schön. Du bekommst auch nochmal ein Up-Level. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt eine Schlacht geschlagen, eine Stadt erobert, halt automatisch, aber wen jups. Und nächstes Mal ist Knossos dran. Die brauche ich nämlich auch, um Hellas zu erobern. Beziehungsweise uns fehlt ja noch Athen. Da bin ich mal gespannt, wie wir da rumhantieren. Und es war auch noch eine Frage kam auf, die ich eben auf das makedonische Let's Play verschieben wollte. Und zwar, wie ist Sparta untergegangen? Und das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, habt noch einen tollen Tag und gehabt euch wohl. Bye, bye.